zweite Chipkarte ist die Folge von Emotionen. Diese Karte hat diesen Namen deshalb, weil durch die tiefe Entspannung während der Anwendung sich verdrängte und unbewusste psychische Blockaden lösen können. Und das ist wirklich ein guter Prozess, weil aus ganzheitlicher Sicht eben durch solche Blockaden auch bestimmte Symptome entstehen können. Die Frequenzen auf der Karte bewirken eine Öffnung des intrazellulären Raums, eine Wiederherstellung des Zellmembranpotenzials, welches zum Beispiel bei Tumorzellen immer zusammengebrochen ist. Und dadurch kann eine Reduzierung des Krebsstoffwechsels bei Tumorpatienten erreicht werden. Warum ist das wichtig? Weil es für eine ungehinderte Zellfunktion essentiell ist, dass die Zellspannung vollständig in Ordnung ist. Und diese kann sich eben auch durch weit zurückliegende Belastungen negativ verändert haben. Die Chipkarte dauert 7 Minuten und empfohlen wird, die Dauer schrittweise zu erhöhen, bis du bei 20 Minuten bist. Gerade auch bei degenerativen Prozessen kannst du das auch lokal anwenden.